Hallo und herzlich willkommen. Ja, schön, dass du hier auf dieses Video geklickt hast und ich freue mich über deinen Besuch. Vielen, vielen Dank dafür. Es soll hier um die Frage gehen, kann ein angstfreies Leben, kann das überhaupt erreicht werden? Oder ist es vielleicht sogar möglich, Ängste komplett auszulöschen aus dem Gehirn, aus dem Unterbewusstsein sozusagen? Können wir die Angst dort irgendwie cleanen oder auslöschen oder weghypnotisieren? Und so weiter. Mein Name ist Nils Sturges, ich bin Experte, wenn es darum geht, Angst und Panik nachhaltig, effektiv, also schnell auf der Grundlage von wissenschaftlichen Methoden zu überwinden. Und wenn wir uns dieses Themengebiet anschauen, können wir eine Angst auslöschen aus unserem Gehirn, sodass wir ein komplett angstfreies Leben erreichen, dann müssen wir uns zuerst einmal anschauen, was ist denn Angst eigentlich? Und Angst ist eine der vier Grundemotionen, eine der vier Basisemotionen, die genetisch in uns verankert sind. Welche vier sind das? Sind die Angstgefühle, das sind die Wut, also Aggressionsgefühle, das sind die Trauergefühle. Und das sind Gefühle von Freude, Lebensfreude, dass es mir gut geht, dass ich zufrieden bin und so weiter. Diese vier Grundgefühle sind genetisch in unserem System verankert. Bei der Angst ist es zum Beispiel sogar so, dass man heutzutage sehr gut weiß, dass es im Gehirn einen Bereich gibt, die Amygdala, wo sich das Angstzentrum befindet und die immer wieder angesteuert wird, wenn gewisse Gefahrensituationen in der Realität auf uns einwirken. Und das mobilisiert dann die Körperreaktionen, die dann letztendlich zu der Angstreaktion führen. Und so an dem Ganzen, was ich jetzt erklärt habe, wird ja eigentlich fast schon deutlich, dass Angst lässt sich nicht einfach weghypnotisieren, auslöschen, aus dem Unterbewusstsein verbannen, etc. etc. Es ist nicht möglich, weil diese Angst, dieses Gefühl an sich genetisch in uns verankert ist. Deswegen müssen wir das immer differenziert betrachten. Das bedeutet, in vielen Situationen ist die Angst nun wirklich ein gesundes und notwendiges Gefühl. Eine Situation ist zum Beispiel, du gehst an einen Abhang, wo du runterfallen könntest und du stehst dann davor, aber das Gefühl der Angst lähmt dich davor, den letzten Schritt zu machen und dann letztendlich, ja, dass man hier hinunterstürzt und möglicherweise vielleicht sogar sein Leben verliert. Also diese lebensbedrohliche Situation wird bewusst gemacht durch das starke Gefühl, durch die starke Emotion der Angst. Und das ist ein naturelles Prinzip, welches in uns wirkt und wogegen wir uns gar nicht wehren können. Die gesunde Angst. Jetzt gibt es natürlich genau die Gegenseite, die Problemseite sozusagen, die Ängste, die uns im Leben hindern oder behindern, auch gewisse Entwicklungsschritte verhindern. Und diese Angst, diese ungesunde Angst, die nicht vor einer realen Gefahr schützen soll, sondern die ungesunde Angst, die vielleicht auch einen Schutz herstellt, der dir aber letztendlich oder der uns letztendlich nicht bewusst ist. Diese Schutz, die ungesunde Angst macht, ist uns meistens nicht bewusst. Wovor schützt uns denn diese Angst eigentlich in dem Moment? Ja, und hier macht sich natürlich die Welt der großen psychologischen Themen auf, womit das behaftet sein kann. Ja, das können alte Verbote sein, das können Gebote sein, alte auferlegte Hemmungen, möglicherweise auch falsche Glaubenssätze etc. etc. Entscheidend ist die ungesunde Angst, die können wir bearbeiten, die können wir verarbeiten, da können wir innerlich Dinge entwickeln, tun, machen, die uns eben helfen, diese Angst letztendlich dann zu überwinden. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, wie das möglich ist und möglich werden kann und wie es möglicherweise auch für dich möglich werden kann, dass du deine Angst in gewissen Situationen überwindest und dadurch einen
weiteren Entwicklungsschritt in deinem Leben vielleicht sogar machst, dann kannst du einfach mit mir Kontakt aufnehmen, buche einen Termin zu einer Beratungssession unterhalb des Videos und wir können von Mensch zu Mensch in Kontakt kommen und klären, wie du schon in diesem Gespräch einen ersten Schritt zur Überwindung deiner Angst machen kannst. Ich freue mich auf dich. Bis später. Ciao.